Frankfurt staat bekend als dé tuinbouwstad van Duitsland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je in deze stad een heuse cactuskwekerij vindt. Al eeuwenlang wordt deze verzorgd door de familie Hagen. De huidige eigenaar vertelt je alles over deze bijzondere plek. Ich bin Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner, 52 Jahre alt und lebe seit meiner Geburt in Erfurt. Also, wir sind im Moment in der Gärtnerei, das ist eine Kakteengärtnerei, man sieht das hier. Und wir sind gleichzeitig die älteste Kakteengärtnerei der Welt. Ich glaube, wir haben ungefähr 2 Millionen Kakteen hier stehen. Mein spezieller Job ist dafür zu sorgen, dass das alles funktioniert. Das heißt also, dass es den Pflanzen gut geht, dass es den Menschen gut geht, sowohl die, die Pflanzen bekommen, als auch die, die hier arbeiten. Erfurt ist die Stadt des Gartenbaus, Blumenstadt. Und Kakteenhage ist seit 300 Jahren hier in Erfurt ansässig. Und die Familie Hage hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, dass die Stadt eben der Gartenbau auch blüht. Der Egerpark ist für mich natürlich ein ganz besonderer Ort in Erfurt, ist der Sweet Spot eigentlich in Erfurt. Also wir haben ganz viele Generationen, auch architektonisch, also gartenarchitektonisch da drinne. Das Gartenbaumuseum ist dort im Egerpark verortet. Also es gibt für mich ganz, ganz viele Gründe, deswegen habe ich meistens auch eine Dauerkarte, dass ich da mit meiner Familie so oft wie möglich im Jahr zubringen kann. Und davon gibt es ganz, ganz viele Orte in Erfurt, die man auch jeder für sich entdecken muss. Ein ganz besonderer Platz für mich in Erfurt ist der Petersberg. Und der Vorteil ist natürlich, wenn ich oben auf dem Petersberg stehe, gibt es wunderschön an ganz vielen verschiedenen Ecken, kann ich auf die Stadt, kann über die ganze Stadt schauen und sehe einfach von dort aus nochmal, wie wunderschön Erfurt ist. Also ich liebe den Petersberg. Wenn jemand nach Erfurt kommt, gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen zu entdecken. Eine wunderbare, schöne Altstadt, aber für das richtige O und A kann man hierher kommen und kann also hier einfach durchgehen und sagen, ich genieße das und ich sauge das in mich auf. Und das ist wunderbar und es sind ganz, ganz viele Leute, die hier rausgehen und sagen, also die gucken völlig beseelt in den Himmel und sagen, wie schön war das.